Ja, ich bin weggelaufen! Ich bin weggelaufen, aber es hat nichts gebracht. Sind da viele Gegner? Ja. Ja. Ich komme jetzt. Dann auf die Scheiße. Danke. Bitte schön. Ich bin gelaufen, hast du gesehen, ja? Aber ich konnte nichts machen. Hey, Leute, Jessica Bonebreaker. Du bist ein Skelett? Ich bin ein Skelett? Ja, Axel ist ein Skelett. Warum LOL. Müssen wir die Jessica Bonebreaker töten, ne? Ja, warum bist du ein Skelett? Ich bin kein Skelett. Du bist ein Skelett? Lol. Schau in Emre's Stream. Ja, nee. Ich bin doch kein Skelett. Natürlich. Nein, Mann. Bei mir ist ein Skelett. Hast du Hallos oder so? Ich schwör auf mein Leben. Fuck. Ich hab kein Money mehr. Stirb, du dreckiges Stück! Jawoll! Ich hab einen Totenkopf! Ja, den brauchen wir. Wir brauchen noch einen anderen, ne? Weil das sind zwei Piratenskelette, die wir hier. Ja. Oh, da ist schon. Oh, ja, jetzt, ja, guck, Captain Buccaneer Brittle müssen wir auch noch töten. Bitte. Ich bring den Totenkopf erstmal weg, ja? Irgendwie muss auf das Fass schießen. Ja, ich bring erstmal den Totenkopf hier weg. Achtung, Skelette, komm noch aus dem Wasser. Hinter dir, Emre, ist Fass. Emre, Fass. Oder, wo? Fass. Wir müssen auf das Fass schießen. Oh, sind hier viele Skelette am Anakäum. Ich muss mir zuerst anleuchten mit irgendwas. Ich hab kein Muni, Mann. So viel Schiss, ich hau ab. 95. Ich bin tot. Ich hab auf das Fass geschossen, aber nichts passiert. Bruder. Ich leg den Totenkopf wieder auf das Bett, ne? Zu der Kiste, die wir hier haben. Hinne. Komme. Warte, ich muss doch ganz kurz aufmunitionieren. Scheiße, wo war das? Und ganz unten war das, ne? Ja. Ich bugge hier überall fest in dem Scheiß. Was war hier? Jojo. Wieso stirbt der nicht? Gute Frage. Junge! Bruder muss los. Seid ihr? Bin wieder auf dem Weg zur Insel. Wir kommen! Ist das Fass jetzt endlich kaputt? Keine Ahnung. Ey, Robert, ich bin auf dem Weg. Ihr müsst die mit den Fackeln anleuchten. Ich hab keine Fackeln. Was für Fackeln? Ey, mit der Lampe. Und dann. Jetzt kommt jemand und hilft mir vielleicht. Ja, ich bin noch im Wasser, Digga. Ich helfe dir gerade mit der Sniper. Mord ist tot. Digga, warum sterben die Wichser nicht? Habt ihr den Schatz aufgehoben? Digga, ich bin gleich schon wieder tot, Alter, wenn das so weitergeht. Komme. Toll, mir Munition. Den Schatz, den müssen wir aufheben, ne? Oh, ich muss mich verpissen, ich muss wieder zum Schiff. Ah, okay, wir haben noch gar keinen Schatz. Oh, wieder Munition. Oh Gott. Ja, noch einen hätte ich mit weg, Alter. Wo kann ich Muni holen? Ja, auf dem Schiff. Ja, ich hol mir jetzt den Sniper und dann. Und Medien, ja. Arsenal. Ja, Arsenal. Was für ein Ding? Muss auch zurück. Will nicht sterben. Wir könnten höchstens das Schiff hier mit den Kanonen draufballern. Können wir sehen. Das würde? Könnte man auch machen. Dazu müssen wir aber kurz den Anker lichten, ne? Dann kann ich einlenken und dann müssen wir den Anker schnell wieder runterlassen. Nein, ihr versteht das nicht. Es muss einer mit der Lampe anleuchten, dann sind die verwundbar und dann muss einer die töten. Ach so, anders sind die verwundbar. Nee, die sind. Ach, deswegen konnte ich gerade eben fünfmal auf den Typen schießen und ist nichts passiert. Oh. Ja, du musst jetzt erst anleuchten mit der Lampe, dann muss einer auf die drauf gehen. Am besten leuchtet einer an und die anderen mit dem Schwert einfach drauf prügeln. Ja, ich warte ja die ganze Zeit. Ja, ich bin gleich wieder auf dem Weg. Komm, ne? Oder Emre, dann leuchtet du dir am besten an. Wer hat da gerade geschossen, ne? Und ich, warum? Ich hab mich rausgeschossen. Ah, okay. Wenn du dich mit dem Schwert von der Spitze vorne Richtung Insel schießt, dann geht das schneller. Okay. Okay, ich hab mein Schwert ausgerüstet. Wer leuchtet? Ich. Okay, warte, ich komm zu dir.
Die sind für eine kurze Zeit so abgelenkt. Wo bist du? Ich sterbe. Ja, ja, ich bin tot. Da, jetzt. Ich bin tot, Alter. Warum dauert tot? Das so lange, wenn wir das machen? Nice. Ich muss mich kurz healen. Ja. Ich habe noch 3 Schuss. Moment. Wow. Ja, dann geht mit dem Säbel. Alter, komm! Leucht ihn an, bitte! Ja, er ist an. Achso, ich hab keinen Muni mehr. Noch ein Schuss. Ja, ist ihn ja, du musst. Warte, leuchtet der ihn an, der keine Munition mehr hat. Ja, wie leuchte ich an? Die Lampe nehmen. Wo war da, ne? Da. Der kommt, der Captain kommt. Ja, ich mach. Und dann mit Rechtsklick nach oben halten. Nice. Geschafft. So. So, und jetzt? Geh zurück zum Boot. Okay. Axel, wir haben es geschafft. Ja? Hallo Jana. Na, geht's mal eine kleine. Geile Sau. Aha. Warte mal. Ihr habt den Schatz, den zweiten jetzt auch? Ja. Mhm. Okay, ja, wir haben den Captain getötet. Oh, ich brauche mal nach unten Munition holen. Nice. Ich bin voll leer gasiger geschossen. Junge. Das erfüllter und garstiger. Ja, gut. Ja, was jetzt? Am besten zum nächsten Handelsposten. Außenposten Ancient Spire. Warenverzeichnis. Ja, nee, das ist kacke. Das ist ein Handelbundauftrag, ne? Da müssen wir abbrechen. Ja, das ist kacke. Das ist doof. Nee, guck mal hier. Was? Die Beute holen? Ja. Okay. Nee, aber schau, die sind richtig kacke. Da ist überall nur ein Schatz oben. Ja, dann lass uns erstmal jetzt die Köpfe hier wegbringen, bevor wieder irgendwas Schlimmes passiert. Ja, und dann kann ich gleich Karten kaufen, weil bei mir bei den Karten sind auf einer Insel. Ja gut, dann lass uns hier erstmal für den Abbruch jetzt hier stimmen. Okay. Ja. Dann brauchen wir einen Handelsposten. Ja, sucht mal einen raus. Ja, sucht mal einen raus und wir gehen mal hin. Ja, ich weiß auch nicht, was alles in Handelsposten ist. Warte mal. Lass mal kurz Karte benutzen. Ja, genau, Thief 7 ist, glaube ich. Ja. Oh, der ist aber weit weg. Morrow Creek, Crook's Hollow ist auch ein, oder? Kann sein. Warte, ich google mal. Ne, hier Außenposten, Ancient Spire. Rechts. Ah, ja, stimmt. Ja, einfach umdrehen und. Übers. Ankerlichten. Matrosen! Wechsel schon mal das eine Segel nach links. Morrowspeak? Warte mal, Morrowspeak hat Dings geschrieben hier. Ja, aber der ist eh extrem nahe. Hey, wo denn, Alter? Vertrag ausgelaufen. Ja, keine Ahnung. Jetzt mal die Segel in den Wind. Ist jemand am Steuer? Nee, Ex, lass da nicht hin, das ist ein Vulkan. Mauerspeak, Junge. Das ist ein Vulkan. Der ausbricht. Jo. Der Vulkan. Wir haben Löcher. Ja. Wir wurden gerade Was ist denn hier los? Bruder. Stopp schnell. Ja, hab ich gemacht, das. Da sind wir noch mehr. Ja, ich repariere gerade eins. Ich auch. So, hab repariert, alles repariert, wir müssen abschöpfen. Nee, da sind nicht noch 2. Oh. Ich schaffe eben ab, ja? Wir müssen nach Morrow's Peak. Das ist der einzige Außenhandelsposten für die Region. Ja, dann gehen wir halt dahin. Ja, muss navigieren. Nach Süden. Da. Okay, ist clear. So.
passt. Wunderbar. Bitte, Dost. Warte mal, ich mach das mittlere Ding mal wieder ein bisschen nach oben. So. Der extra ein bisschen mehr Sicht hat. So, dann müssen wir noch das ein bisschen drehen, jetzt wieder auf die andere Seite, wenn wir das. Ne? Rechts oder wie? Nach rechts, ja. Du sagst halt Stopp, Moritz, ne? Also ja, ist richtig, da vorne ist es richtig mit Ammo. Cool. Aber ganz hinten. Ja, so passt. Genau. Wollen wir das zu zweit machen? Zurück. Ja, da geht's schneller. Oh ja, lol. Cool. Wie zurück? Achso, nee, passt schon, sorry. Ah, okay, das ist gut zu wissen, ne, Emre? Ja, Mann. Wenn man es zu zweit macht, geht schneller. Die werden immer besser, Junge. Ja. Wir werden richtig zu Seefahrer, Mensch. Oh, mehr ja. Nach links. Ey, Leute, habt ihr nicht Bock? Links? Ja, wir fangen gleich an. Ey, Emre. Rein. Lass mal irgendwie nächstes Jahr, also nicht jetzt 2019, sondern 2020, zu viert irgendwie, keine Ahnung, ein Segelboot mieten, Digga, und dann erstmal einen Monat irgendwie. ja, richtig. Einfach alle so 20 GB Datenvolumen und dann streamen wir eigentlich und dann streamen wir von der Karibik oder so, keine Ahnung. Auf dem Segelboot. Genau. Wir holen so einen kleinen Katamaran, weißt du? Ja, das wäre schon nice. Ja, warum denn nicht, Digga? Hätte schon was. Da brauchen wir nur jemanden, der einen Bootsführerschein hat. Jetzt perfekt geradeaus. Axel? Ja? Möchtest du vielleicht einen Bootsführerschein machen? Oder ein Segel? Aber ich hab einen Bootsführerschein für ein kleines Boot mit einem 5 PS Motor. Null. Weil ich bin ja Angler und ich auch. Auf dem Rhein bei uns darfst du vom Boot aus angeln. Ja. Mit einer 5 PS Maschine. Okay, nice. Oder 2,5, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich hab damals einen gemacht, ich weiß halt nicht mehr, ob der noch gilt. Ja. Ich war schon ewig nicht mehr angeln. Na, ich hab auch einen Angelschein und einen Sportfischereischein. Ja. Ich hab noch irgendwie 5 Gewässerkarten am Laufen, wo ich seit Jahren meinen Jahresbeitrag bezahle, aber nicht mehr angeln gehe. Okay, lol. Ich hab mal wieder richtig Bock auf Angeln. Ich auch. Ich war, ich habe ja geangelt, wo ich in Kiel gewohnt habe und da habe ich immer am Nord-Ostsee-Kanal geangelt. Das ist bestimmt nice. Jetzt, wo ich weiter nördlich wohne in Deutschland, hätte ich mal Bock auf so einen Nordsee-Urlaub oder sowas. Ja. Ja, das wäre echt cool. Lass doch mal irgendwie alle nach Cuxhaven oder Bremerhaven. Ja, zelten und angeln und Lagerfeuer machen und sowas. Richtig. Aber das kannst du halt nur machen, wenn es warm ist, weil gar keinen Bock bei der Kälte da draußen rumzulungen. Ja, klar. Irgendwie im Sommer oder sowas. Ja, das können wir gerne mal machen, aber ich richtig Bock drauf, Mann. Ja, ich auch. Dann können wir Brandungsangeln machen. Unter anderem. Ja, nice. Mhm. Ich hab früher immer Welse geangelt mit meinem Cousin. Ja, ich Dorsch. Oh. Da sind wir mit dem Verein immer, wie heißt das, von Kiel hoch nach Dänemark. Ne? Und haben dann immer auf dem Weg dahin sozusagen dann da geangelt. Richtig geil. Ich hab noch nie geangelt. Weiter links zur Insel hin. Will auch mal angeln. Mach du das mal ganz kurz. Kiel hat mir gerade geschrieben. So, die Segel sind gut ausgerichtet, ja. Mach das bereits für den Anker. Sag einmal Bescheid. Sag Bescheid einfach dann. Genau, mach's total. Weil ich sehe ja nichts, ne? Ihr müsst sagen. Jetzt Anker. Anker! Jo! Nehmt euch die Schätze. Wo sind die? Achso, auf dem Bett, ne? Habt ihr Schätze? Ein Schädel ist da noch. Ja, weil Emre cool nichts nimmt, Alter. Achso, oh. Ja. Fette Sau. Das ist echt so typisch Türke, ey. Ja, Dicke ist wieder am. Hast du genommen? Ja, hab ich. Ja, du. Du hast halt kein Geld, fertig. Ja doch, Mann. Der Schädel,
Der Schädel ist Emrin nicht haram genug, Alter. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für Karim. N heißt auch nicht. Ne? Und wir müssen. Wo musst du jetzt Schatz hinbringen? Zu dem Sack hier. Also da, wo Moritz ist, ja? Nee, da. Du musst runter. Ey, da ist jemand. Tobi, du musst zu mir hoch. Ich muss hier. Den Schädel kannst du nur oben verkaufen. Und dann Schatzgrüßen verkaufen. Bei der Hexe? Ja, hinter dir. Wo denn? In der Kiste, du. Was für eine... Wo denn? Hä? Ah, da oben. Und ich bin ganz sicher, lol. Nee, ich kann sogar sehen, das ist Welle. Wow! Bruder, was los? Wieso fange ich denn jetzt hier eigentlich wieder bei Level 0 an, obwohl ich die ganze Zeit schon gespielt hatte? Bitte? Achso, dieses Seelending da, ne? Jetzt bin ich erst Level 1. Lol, ich bin gerade Level 3 geworden. Hey, warte mal. Ich verstehe das nicht. Handelsbund bin ich 1. Bei Seelenorden bin ich Level 10. Und bei Goldsammler bin ich auch Level 1. Ja, bei Seelenorden bin ich Level 7. Verstehe ich nicht. Wo kann man das auch so ansehen? Hier kann man das sehen. Wo stehe ich das Level? Obwohl ich schon die ganze drücken. Zeit gespielt habe, damals. Cool. Ja, weiß nicht, warum das so ist. Ah, nice! Guck mal hier, bei der Tussi. Bei der Tussi, Alter, können wir... warte mal, ich kaufe mal das da. Eine Tussi. Nice! Ja, ich bin Level 17 beim... Was ist das bei der Schatzkiste? Zu was? Sind das Karten oder wie? Ja, Karten. Mehr, noch mal kaufen, Alter. Karten haben. Mistiger Lehrling. Ah, okay. Ah, das ist ja... Weißt du, was ist das da? Oh, ich hab 3000, Digga, was los? Jetzt bräuchten wir jemanden, der das erklären kann hier, was diese Gegenstände hier machen. Soll ich mir auch so Seekarten holen? Nee, mach nicht. Ey, der da hat gerne Waffen. Moritz, was bist du beim Seelenorden für ein Level? Dann warte. 14, da bist du höher. Nee. Ja. Bin ich auch Level 10? So, ja, Goldsammler bin ich 17. Ja, ich frag mich, warum ich jetzt neu anfangen musste hier. Weil du inaktiv warst oder so. Ja, komm mal, ja. Hey, was kosten die Seefahrten beim Seelenorden für dich? Bei mir kosten die 200. Hab ich nicht geschaut. Ich war da oben nicht, ich hab nur beim Goldsammler gekauft. Warte mal, die Seelenorden, die Seefahrten, das sind die roten, Digga, ne? Ja. 200 kosten die bei mir. Bei mir auch. Jetzt kommt mal wieder zum Schiff. Ja gut, dann ja. Lass uns jetzt die Goldgräber-Mission machen, damit ich ja auch... Wollen wir nicht noch unsere Dinger da auffüllen, noch unsere Holzlatten und sowas? Ja, nice. Wäre eine gute Sache, oder? Bevor wir wieder losfahren, dann haben wir nichts mehr. So wie eben. So, Früchte nehmen wir auch noch mit. Bei mir kosten die Seefahrerfahrten auch 200. Ein Haufen Reichtümer. Ja, die kosten immer 200, glaube ich. Ne, vorhin waren die bei mir bei 0. Das hier sind jetzt auch die guten Sachen bei mir anscheinend, ne? Nee, aber... Ah, du hast schon 3 Stück gekauft, oder? Ja. Für wie viel das Stück? 300. Du hast 3 Stück gekauft, oder? Ja. Schau mal, was ich gefunden habe. Okay. Aber das ist, glaube ich, in so Etappen, dass du irgendwie so alle 10 Level oder so... Was hast du denn gefunden? Oder eine magische Kugel? Ja, nimm die mit, Alter. Ich hab 3, 4 magische Kugeln. Oder was ist das? Die ist ja geil. Ah, okay, aber die Upgrade kosten die mehr. Liegen die einfach rum oder sind diese Kugeln in den Fässern drin? In den Fässern. Okay.
Aber Axel, bitte schau mal, wie geil meine Karte ausschaut am Schreibtisch. Warte, ich komme.